Jo Leute, was geht und willkommen zum nächsten Video. Ich weiß, ich war wieder lange nicht da, es tut mir leid. Aber jetzt kommen wieder Videos auf jeden Fall, ich habe Lust. Und ich muss zugeben, ich hatte seit ein paar Wochen oder diese paar Wochen lang, wo ich keine Videos gemacht habe, auch nicht so die Kraft und Motivation dazu, ehrlich gesagt. Ich würde nicht sagen, keine Lust, aber immer wenn ich was anderes gefunden habe, wie zum Beispiel einen Manga zu lesen, habe ich das lieber gemacht, als ein Video zu drehen, es tut mir leid. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da und versuche sozusagen mein Comeback zu starten, vielleicht, je nachdem. Und es könnte sein, dass bald auch das Manga-Sammlungsvideo kommt, tatsächlich. Es ist zwar ein bisschen sehr anstrengend, das zu machen, muss ich ehrlich zugeben, aber es ist egal, es macht mir Bock, euch meine ganze Sammlung zu zeigen, meinen Weg dahin, wie ich halt von klein auf sozusagen angefangen habe, mit einem Band oder so, mit dem One Piece Band, wie ich damit angefangen habe. Und ja, jetzt sind es auch mittlerweile echt extrem, extrem viele Manga geworden. Also finde ich. Ich weiß ja nicht, wie viele ihr so habt. Ich denke mal, ihr habt eh alle über 1000, über 2000, weil ihr schon alle seit 10.000 Jahren sammelt. Ich sammle aber erst seit circa einem Jahr jetzt oder seit 10 Monaten, seit 11 Monaten, irgendwie so. Aber ja, auf jeden Fall geht es hier erstmal direkt los mit der ersten Reihe, nämlich mit Kaze. Ich hoffe, ich habe die überhaupt geordnet, aber egal, auf jeden Fall eine Kaze-Reihe. Nämlich die restlichen Bände von Bright Sun Dark Shadows. Ich habe Band, Moment, das war das 10, nee, Band 9 bis 11 habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Und Band 12 und Band 13 habe ich mir so noch im Thalia gekauft, am Wochenende. Und ja, also die Reihe ist einfach geil. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vor allem die Cover, die sehen immer so nice aus, wie ich finde. Oder hier die Brücken auch die ganze Zeit. Also keine Ahnung. Ich glaube, es gibt immer noch den ersten Band in der ersten Auflage, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Auf jeden Fall gibt es dann halt immer so Extras dazu, so, ja, so kleine Rätsel, so Postkartenrätsel. Aber das ist so ein, ja, wie soll ich das erklären? Das ist ein bisschen schwer. Also nicht so Postkartenpapier, nicht so ein pappiges Papier, sondern so ein dünnes halt, also nichts Besonderes, keine Ahnung. Aber wer halt auf Extra steht, sollte sich beeilen und zumindest mal die ersten drei Bände oder so holen. Solange die noch in der Erstauflage sind. Ich verstehe übrigens gar nicht, warum diese Reihe so schlecht bei Kaze läuft. Ich finde die so nice und jeder, der die Reihe halt liest, kennt, findet die auch ultra nice. Ich finde die einfach geil. Keine Ahnung, warum so viele die Reihe gefühlt gar nicht kennen. Aber vielleicht wird die Reihe ja mit dem Anime bald gepusht, der dazu rauskommt. Und ja. So, machen wir weiter mit Ultraverse. Nämlich erstmal mit Boys Abyss Band 4, habe ich schon gelesen, ist schon eingetütet. Es ist richtig, richtig geil, wie immer. Also wirklich, es ist nicht für jeden was. Ihr könnt ja mal lesen, worum es hier geht. Moment, ich kann ja mal gucken, ob das so vielleicht besser geht mit dieser Zoom-Funktion. So, das ist auch schon mal besser für euch zu sehen. Es ist einfach richtig geil. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also für die Leute, die so, na, wie soll ich das erklären, so Depri-Slice-of-Life-Manga mögen. Das ist schon sehr, sehr krass, was da ist. Also, da ist wirklich nie irgendwas Positives. Das ist wirklich so krass deprimierend. Ich liebe gerade solche Manga. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das spiegelt sich nicht in meinem Charakter wieder oder so. Aber ja, hier 7 € kostet das Ganze. Ist eigentlich ganz cool mit dieser Zoom-Funktion, fällt mir gerade auf. Weiß gar nicht. Ich glaube, so kann man gut blättern oder so. Aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Machen wir auf jeden Fall weiter. So, machen wir weiter mit Kimono Jihen Band 14. Ist auch schon eingetütet, aber es liegt nur daran, weil ich das im Moment nicht lese und. Ja, gibt halt noch viele andere Werke, die ich gerne weiterlesen möchte. Aber irgendwann komme ich auch dazu. Ich bin, glaube ich, bei Band 8 oder bei Band 9 oder so stehen geblieben. Aber ist auf jeden Fall eine echt geile Reihe. Ich kann jedem von euch das Starterpack empfehlen. Das sind ja die ersten beiden Bände für 10 €, glaube ich, oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, das waren 10 €. Sonst kosten die Bände halt 7,50 €. Kann man ja hier sehen. Ist echt eine geile Story. Ist natürlich kein Meisterwerk, Shonen sozusagen. Aber, oder es ist überhaupt ein Shonen, zählt das dazu? Ja, ist so ein Mystery. Ja, okay, steht sogar Mystery. Aber, ja, geht auf jeden Fall klar. Das ist halt wie so ein chilligeres Jujutsu Kaisen, würde ich ungefähr sagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Falls ihr mal was anderes wollt und nicht immer diese ganzen, die halt jeder so kennt. Ich denke mal, Kimono Jihen. Läuft, also das kennen bestimmt viele, aber es läuft ein bisschen unter dem Radar. Gibt auch, glaube ich, ein Anime dazu, der schon fertig ist, aber irgendwie nur ganz, ganz wenige Bände beinhaltet. Ich weiß gerade nicht genau.
Aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. So, machen wir weiter mit Solo Leveling. Endlich ist es da. Und vorweg, ich habe mir, wie ihr sehen könnt, nicht die Collector's Edition geholt, sondern einfach den ganz normalen Band, weil es war mir einfach nicht wert. Ich habe mich so auf diese Acrylfiguren gefreut und als ich dann gesehen habe, dass da nicht der Main-Character drin war, sondern diese zwei, wie nennt man das, diese zwei Einheiten von ihm da, die er so beschwören kann. Die sahen zwar cool aus, waren aber Chibi-Look. Es ist zwar okay, also ich habe nicht so wirklich was gegen Chibi-Looks. Ich habe auch selbst hier Chibi-Figuren von Jujutsu Kaisen zum Beispiel. Aber ja, ich weiß es nicht. Irgendwie hat mich das nicht so angesprochen. Da war dann noch so ein Anhänger, auf den ich irgendwie keinen Bock hatte. Also sah ganz cool aus so, aber ich glaube, da war noch ein Pin dabei. Also so fürs T-Shirt so ein Pin. Und da war nicht mal ein Variant-Cover. Die Box war richtig geil, fand ich. Also das Design der Box war richtig nice. Das war von einem Panel. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Panel ist, aber ist, glaube ich, immer so bei Solo-Leveling. Ja, wäre dieses Cover auch da, also wäre es, gäbe es so ein Variant-Cover, hätte ich mir das, glaube ich, sogar echt geholt. Aber sonst so, keine Ahnung, lohnt sich es irgendwie nicht für mich. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es nicht so gefühlt. Und immerhin habe ich dann auch 16 € gespart. Das ist. Der Aufpreis war einfach der komplette Solo-Leveling-Manga mal 2. Also der kostet ja schon hier, Moment, hier 16 € und 32 € für eine Collector's Edition zu bezahlen, die ich nicht unbedingt haben möchte. Boah, weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hätte. Aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Der Band war richtig geil. Das war bisher, glaube ich, der beste Band. Ich liebe Solo-Leveling einfach wirklich. Eine klare Kaufempfehlung von mir ist, egal wie teuer das ist, ich werde es mir immer kaufen. Es ist einfach geil. So, machen wir weiter mit den neuesten Bänden jetzt schon, soweit ich weiß. Ah ne, eine Reihe ist noch nicht ganz neu, aber hier Demon Slayer Band 14. Ich mache das so ein bisschen, wie vorhin schon gesagt, mit dem Mai-Juni-Mix sozusagen, weil ich nicht mehr weiß, wann ich was genau bestellt habe. Aber ja, auf jeden Fall Demon Slayer Band 14 lese ich gleich auf jeden Fall. Ich sag schon wieder so oft auf jeden Fall, es regt mich jetzt schon auf, tut mir leid. Aber ja, es ist halt Demon Slayer Folgeband. Keine Ahnung, kann man nichts falsch machen. Klar, die Zeichnungen sind nicht für jeden was. Ich will es jetzt aber nicht aufmachen, weil es wahrscheinlich sehr, sehr viele spoilert. Deswegen, ja, gehen wir weiter. So, machen wir weiter mit Band 2 von My Home Hero. Ich habe den ersten Band vor gar nicht so langer Zeit gelesen. War es Deutsch? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall fand ich den Band ziemlich, ziemlich nice. Also von der Story auch. Nur eine Sache hat mich irgendwie gestört. Der hat manchmal, also jetzt für die, die es gelesen haben, der hat manchmal diese Leiche, also wie man die beseitigt, so lange erklärt und ich dachte mir irgendwie so, das juckt doch keinen, wie genau, was für eine Lösung der nimmt, mit wie vielen Chemikalien der irgendwas vermischt und was weiß ich, was er macht. Ich dachte mir irgendwie so, weiß ich nicht, das muss ich jetzt nicht wissen. Ich habe das dann noch irgendwann geskippt, weil das kam locker 4, 5 Mal in diesem Band vor. Aber sonst ist es halt ziemlich geil gewesen, der Band. Also ich kann es euch echt empfehlen. Schaut mal in den ersten Band rein. Das ist echt ein guter Manga, der schon nach dem ersten Band halt seine Story sozusagen beginnt und nicht, dass man, wie zum Beispiel bei Black Clover oder so, erst 3, 4, 5 Bände lesen muss, bis es gut wird. Oder bis man so ein bisschen Bock drauf hat halt. Deswegen, ja, gönnt euch mal. Ich glaube, das kostet 10 €. Ist halt so ein typisches Manga-Kult, Großformat, Manga, Buch. Ja, perfekt. Auf jeden Fall. So viel zu My Home Hero. Machen wir weiter mit Carlsen, müsste es sein, genau. So, der nächste Band. Ja, okay, zwar nicht Carlsen, aber Hayabusa ist ja sozusagen Carlsen. Nämlich Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben. Band 2. Ich fand den ersten Band richtig geil. Ich kann euch gerade nicht genau sagen, worum es ging. Ich weiß nur, dass die so eine Ex-Killerin ist oder so und halt jetzt ein ruhiges Leben eigentlich führen möchte. Aber es kam halt zu gewissen Komplikationen. Aber näher gehe ich nicht drauf ein, weil das Spoiler ist. Und jetzt hat sie diesen kleinen Jungen hier am Hals. Das ist nicht ihr Sohn oder was auch immer oder Bruder, sondern es ist unter ein bisschen dummen Umständen jetzt dazu gekommen, dass sie auf ihn aufpassen muss oder möchte oder wie auch immer. Aber es ist echt wirklich ein geiler Manga. Ich glaube, der ist schon in 3 Bänden abgeschlossen oder so. Kann ich jedem von euch empfehlen. Gönnt euch auf jeden Fall. Ist wirklich ein guter Manga. Also kann ich echt nichts Negatives drüber sagen. So, machen wir weiter mit Tokyo Revengers Band 2. Es ist wirklich, glaube ich, jeden zweiten Monat mein Highlights-Kauf oder mein Highlight-Kauf, weil Tokyo Revengers ist einfach so Liebe. Ich weiß nicht, ich habe mir den Anime jetzt nochmal fast angeguckt. Also, ich bin gerade bei der vorletzten Folge oder so,
beginnt ja leider erst in 1,5 Jahren wieder oder so, also die zweite Staffel. Den Manga lese ich aber nicht aktuell, weil kein Bock auf Englisch zu lesen, irgendwie, weiß nicht. Und ja, das ist halt Tokyo Revengers, ich weiß nicht. Die Zeichnungen sind natürlich nicht 10 von 10, aber ich finde die gehen voll klar. Hier könnt ihr mal sehen, gerade hier ist ein geiles Panel. Ich guck mal, ob ich das irgendwie mit dem Zoom machen kann, ob das besser ist. Ich guck mal. Hier, guck mal. Das ist auch geil hier mit dem Zoom. Ja, hier so ein paar Zeichnungen. Oh, mehr will ich auch eigentlich nicht zeigen. Ihr könnt ja sehen, die Zeichnungen sind natürlich okay so. Also immerhin besser als Demon Slayer, was aber auch nicht schwer ist so. Aber ja, so viel auf jeden Fall zu Tokyo Revengers. Machen wir weiter. So, machen wir weiter mit Haikyuu Band 30. Und ich sehe gerade, das sind das Kratzer. Ich hoffe nicht. Oder soll das so sein? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob das so sein soll. Aber ich glaube, das soll so sein, oder? Mit diesen Kratzern. Kann man das überhaupt sehen in der Kamera? Hier zum Beispiel? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall Band 30. Und natürlich Band 30 mit dem Schuba. Das sieht man jetzt nicht ganz in der Kamera. Aber mit Kenma drauf. Ich liebe Kenma. Ist einer meiner Lieblingscharakter aus Haikyuu. So sieht der von hinten aus. So von links sozusagen, wenn er steht, genau. Und so von oben. So von. Ah, ne, das habe ich schon gezeigt. Perfekt. So von unten. Ist halt nichts Besonderes. Und ja, so viel zum Schuba. Passt jetzt genau mit den 30 Bänden. Und ja. So, die letzte Reihe ist Full Metal Alchemist, nämlich die Metal Edition. Die habe ich mir über ein richtig, richtig, richtig günstiges Angebot bei eBay komplett gekauft, die Reihe tatsächlich. Ich will jetzt kein Band rausnehmen, weil es ist ein bisschen schwierig, die da reinzutun. Aber die sieht so schön aus, wie ich finde, diese Metal Edition. Leider sind die Schuber ein bisschen beschädigt, aber das sieht man halt nicht, wenn die stehen. Hier zum Beispiel könnt ihr ja sehen, der ist ja komplett kaputt so. Aber wenn die so rückwärts, was heißt rückwärts, wenn die so quasi so im Regal stehen, also hier sind halt die Manga drin und dann stehen die halt so drin, dann sieht man das natürlich nicht. Und wenn man die hier so nebeneinander hält, dann sieht man natürlich das Fullmetal Alchemist Logo komplett und hinten auf der anderen Seite dieses Zeichen, oder was heißt Zeichen, dieses Bild, dieses große Bild sieht man dann. Ich kann euch mal kurz noch die anderen beiden Schuber zeigen. Das sieht dann irgendwie so zusammen aus. Okay, das kann man jetzt nicht in der Kamera sehen. Oh, sind die schwer. Aber ich stelle die. Ich kann die sogar gar nicht dahin stellen wegen meinem Stativ. Oh, jetzt wackelt alles. Perfekt. Aber auf jeden Fall sind das alle drei Schuber, also alle 9 Bände komplett. Sieht richtig, richtig nice aus. Werde ich dann wahrscheinlich in der Manga-Sammlung zeigen, wie es dann komplett aussieht. Moment, ich kann es ja mal irgendwie. Hier das mittlere Bild sozusagen. Und das ergibt dann halt ein großes Bild, wenn man die drei so nebeneinander stellt. Moment, dann noch hier das letzte zur Vollständigkeit halber. Zack. Sieht schon echt nice aus, wie ich finde. Oh, perfekt. Hilfe. Sehr professionell das Video wieder, aber egal, ich lasse es mal einfach so. Und ja, das war's auf jeden Fall dazu und auch mit dem Manga heute tatsächlich. Wir sind jetzt durch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall ein Like da, weil bald kommt auf jeden Fall die Manga-Sammlung. Da habe ich richtig Bock, das auch zu drehen. Ich werde zwar wahrscheinlich wieder gefühlt außer Puste sein, aber ist mir egal. Ich will euch endlich zeigen, wie viele Manga ich bisher habe. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich muss davor nochmal nachzählen, wenn ich das nicht vergesse. Und ja, und ich habe natürlich auch noch ein paar Figuren, ein paar neue. Die sehen auch richtig, richtig geil aus. Aber ja, jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.